Ja, Montag, ihr kennt es ja schon, muss man wieder an Akta legen, weil es wird gestreikt, es wird gestreikt, es wird gestreikt. Wem haben wir das zu verdanken, der lieben ÖGB? Und warum muss man streiken? Weil man andere Leute unter Druck setzen will. Liebe ÖBB, warum zahlt sie nicht einfach den Mitarbeiter etwas mehr aus, anstatt hier auf Raten des ÖGB streiken zu gehen? Das ist ja kindisch. Die Leute zahlen eh schon einen Haufen Geld für ihre Tickets und ihr könnt es einfach nicht lassen. Ich verstehe euch wirklich nicht. Aber Gott sei Dank ist das nur ein Tag und nicht ein Monat. Aber ja, was wollen wir eigentlich mehr tun? Und ich hoffe, dass wir an diesem Tag, wo eigentlich die Westbahn fahren sollte, ein paar Menschen kriegt, die diese Sache beobachtet, um die Westbahn fahren zu lassen. Weil die Westbahn ist für uns ein tolles Unternehmen, wo wir darauf angewiesen sind, von A nach B gebracht zu werden. Nur Problem ist, ÖBB-Tickets werden ja leider nicht anerkannt. Aber vielleicht kann man ja an diesem Tag eine Ausnahme machen, wo ÖBB-Tickets nur an den Tag anerkannt werden, wo die ÖBB nicht arbeiten will, sondern nur und ich bitte die Westbahn-Vorstände, dass sie mal an dem Tag eine Ausnahme machen, wo man auch mit der ÖBB-Ticket fahren kann, weil die Kunden können ja schließlich nichts dafür. Und ja, mit meinen Anliegen habe ich jetzt mal genug gesagt. Ich möchte nicht Unheil einrichten. Und liebe ÖBB, ihr könnt ja mit der Westbahn vielleicht euch zusammensetzen und an einem Ausnahmeplan arbeiten, damit nicht die Gültigkeit eurer Tickets verfallen. Wäre vielleicht eine Idee, aber müsst ihr hier untereinander ausmachen. Ich bin weg, haut's mal rein und ihr wisst schon, Menschen zahlen für ihren Service.